Dann wäre er nämlich schon mal weg. Wenn ich ihn treffe. Ja, ich kann sie auf jeden Fall sehr toll ablenken. Aber sie müssten normalerweise dann wieder auf ihren alten Platz zurückgehen. Vor allem der Große da, der ist schlimm. Ja, der Große geht auf seinen Platz zurück, hoffe ich. Ja, der ist schon mal auf seinen Platz zurückgegangen. Au. Schnell da oben. Pfui. So. Da der Dicke jetzt hier drüben rumlungert, kann ich wieder auf die andere Seite gehen. Weil egal was ich mache, vorher muss der Götze weg. So. Genau, der macht nämlich alles nur stärker hier. Wow. Flammenquarzring plus 3 ist nicht schlecht, den zu haben. So, und dann können wir das ganze Spiel nochmal wiederholen, wenn der Dicke da drüben stehen bleibt. Um schon mal die Seele zu kriegen. Weil ich will nicht, dass die Deals spawnt, sonst haben wir nämlich, ist das nämlich ärgerlich. So. Gut, der hat mich noch gar nicht richtig bemerkt, wollte ich sagen. Au. Wenigstens scheint in seiner Nähe was gestorben zu sein. Und ja, guckt, was er aushält. Wow. Der könnte fast schon als Riese durchgehen. Ach, aber wir haben ihn besiegt. Hier bin ich auch damals zigmal gestorben, bis ich gemerkt habe, dass ich da drüben die Fässer in die Luft jagen muss. Um das zu schaffen hier. So, öffnen wir die Türen nach draußen. In das nächste Gebiet. Wow. Der setzt sich... Genau, der da setzt sich wieder zusammen. Na? Und weg mit dir. Und ja, jetzt sind wir hier unten, wo ich euch vorhin gezeigt habe. Wo die vier Gegenstände rumliegen. Ach ja, die da. Die super Nervensägen. So, locken wir erstmal ihren Helfershelfer an. Oder ihre Helfershelfer. Da kommt nämlich noch einer aus der Erde gekrochen.
uns den Weg abzuschneiden. Schild oben lassen, das ist gesünder bei denen. Ja, dich unterbrechen. Zum Glück regenerieren sie ihr Post nicht so schnell. Oh, das könnte übel ausgehen, wenn sie mich jetzt trifft. Nein, trifft mich aber nicht. Dafür habe ich ihren Kumpel ausgeschalten. Au, das war so eine Bombe, die explodiert. So, erst muss der hier weg. So, er ist weg. Ich kann mich schnell heilen, auch wenn ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen in der Schusslinie, glaube ich, knie. Wow, au, genau. Die können backstabben. Also sich hinter mich teleportieren. So. Mit dem muss man arg vorsichtig sein. Ja, sonst passiert nämlich auch sowas. Toll, jetzt ist sie da unten. So, ich habe ein Menschenbild. Ah, der Weg hier runter. Ja, das ist schön. Dass du da stehst. Au. Wow. Und eine ganze Armee auf deiner Seite hast. Du hast nämlich jetzt da unten alles versammelt. Jo. Was mache ich jetzt gegen die? Das ist die gute Frage. Na, hier kann ich mal ein bisschen beballern. Ist ja das Positive daran, einen Bogen zu haben. Ah, den da hinten kann ich auch beschießen. So. Wow, das war ein Volltreffer. Achso, das war der Blutungsschaden auch noch. Ja. Man merke, Blutungsschaden heftig. Bleibt nur noch der Bogenschütze. Und sie hier. So.
Jetzt bleibt nur noch der Bogenschütze. Und der Hellebardier da hinten. Übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, das sind Höhlen. Und zwar alle. So, jetzt können wir uns auf dem Feld kurz umgucken. Hier kommen nämlich noch mehr von den Jungs aus der Asche gesprungen. Deswegen laufe ich hier mit erhobenem Schild umher. Und piek sie tot. So, die Seele eines großen Helden. Und ja, da oben haben wir gestartet. Jetzt sind wir schon hier unten. Wir machen guten Fortschritt, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich zugeben. So, jetzt bleiben uns mehrere Wege. Wir können einmal durch die Nebelwand, was ich zuerst machen werde auch. Oder wir können hier über die Kette, was ich aber noch nicht machen werde. Da bin ich damals auch ziemlich böse überrascht worden. So, die Nebelwand ist nämlich von daher praktisch, weil wir jetzt sozusagen an der Basis des, ja, Turmes sind. Da unten geht es zwar noch weiter. Da unten müssen wir sogar hin. Aber hier ist schon mal die wichtigste Apparatur. Das können wir nicht öffnen. Glühendes Eisenzepter nicht im Inventar. Genau, hier müssen wir einen besonderen Schlüssel reinstecken, den wir hier erst einmal finden müssen. Erstmal können wir aber hier dann rasten, sobald wir uns hier fertig umgeschaut haben. Und dann machen wir erstmal den schweren Seitenturm, dass wir den auch geschafft haben. Jo, hier ist nichts mehr wirklich Wichtiges. Also bevor wir da lang weitergehen, rasten. Gegenstände kurz aussortieren. Rotes Wasser, getrocknete Wurzel. Das ist unsere erste getrocknete Wurzel. Stellt TP über einen langen Zeitraum wieder her. Also super Regeneration. Die beiden können wir aussortieren. Sense plus 7. Ja, wir haben eine finstere Sense, wobei das für mich irgendwie eher aussieht wie eine Gleve. So, Sense und Cestus weg. Cestus ist ja eine Faustwaffe. Und ansonsten haben wir den Magiequarzring und den Flammquarzring können wir wegpacken. Plus 1, plus 2, plus 3. Hier können wir noch den Tanz des Feuers wegstecken. Und dann reisen wir jetzt nach Majula und geben noch die Seelen schnell aus. Hallo. Aufsteigen. Einmal Zauberei. Nochmal glaube ich und wir können den vierten Slot benutzen. Da kommen dann meine Blitze rein.
Das heißt, zurück ins Foyer. Nachdem wir ja jetzt das Throngeschoss, das Obergeschoss abgeschlossen haben, kommen wir jetzt ins Foyer. Ins Feuer.